Jo Leute, willkommen zurück zu Terraria und wir beschwören den Zerstörer. Wo ist er? Da ist er. Okay. Sehr schön. Oh, hi. Ja, komm her. Du bist aber ein Lindwurm. Du sollst nicht herkommen. Ist der Lindwurm eigentlich auch ein Mehrsegment-Gegner? Oh, hallöchen. Hallo, 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 hallo. Ich habe echt keinen Mana mehr. Hör mir auf. Why? Why? Leute. Nein, hört auf. Ja. Oh. Hallöchen. Okay. Ich hätte Heiltränke mitnehmen sollen. Hab ich sogar. Da unten ist er. Der hat noch einige Segmente, die heile sind. Leider. Ach, verdammt. Hätte er mal gnädig sein können und mir zumindest Mana droppen können. So. Okay. Warum kommt er nicht? So. Lässt andere die Drecksarbeit machen. Das denkt er sich zumindest. Okay, kommt er jetzt mal? Ups. Aber, soweit ich weiß, ist es scheißegal, weil... weil er mir sowieso hinterherkommt. So, da ist er doch. Okay, da muss ich hoch. Zack. Ach, komm schon. Dein Ernst. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Komm, spawn neu. So. Heiltrank. Heiltränke. Definitiv. Heiltränke. So. Ja gut, dann würde ich sagen, spawnen wir ihn neu. Also, ich würde sagen, erstmal die Augen immer platt machen. Okay, Kreuzfeuer! Okay, einmal weg hier. Ey, wo ist die verkackte Nurse? Okay. Komm mal her, Nurse. Komm mal her. So. Und... weil ich glaube, der kommt gar nicht so extrem hoch.
glaube, das mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Probleme mit Höhe hat. Hallöchen, lasst ihr mich mal bitte in Ruhe. Und wieder weg. Ich weiß, das ist total die freundlichste Taktik überhaupt. Ach, die Nurse habe ich doch klugerweise sogar hier hingesetzt. Aber der war doch, gerade war der doch so weit oben. Hallo. Was war das jetzt? Hi. Jawoll. Immer schön auf die Augen. Immer auf die Augen. Okay. Kriegt der sein Leben erneuert, wenn ich mich wegspawne? Oder habe ich dem echt so wenig Schaden erst gemacht? Zack, zack, zack. Weil dann habe ich ein Problem. Habe ich wirklich ein Problem. Hallo, hallo, hallo. Fuck, zu spät. 45 Dämonenaugen, ey. Okay. Ich glaube nicht, dass ich den hinkriege. Ich glaube nicht, dass ich den hinkriege. Nicht so. Was kann ich denn jetzt machen, dass ich den hinkriege? Im Übrigen, es funktioniert mit einer Platinkrone auch. Was kann ich denn jetzt machen? Was für Items fallen mir ein? Das Sinnvollste ist eigentlich Geld. Geld machen und die Ausrüstung erstmal verändern. Das ist mal das Erste, denke ich. Und auch das Sinnvollste. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das Problem ist halt, dass ich gerade keine Ahnung hätte, wie ich ihn besiegen sollte. Nicht den Hauch einer Ahnung. So. Also klar, ich weiß, wie ich ihn später easy besiegen könnte. Weil es gibt da durchaus Waffen, mit denen ich den innerhalb von einer Minute, teilweise sogar Sekunden, kaputt kriegen würde. Das ist ein Mehrsegmentgegner, also das sind die einfachsten Gegner überhaupt. Aber nichts, was mir jetzt gerade einfällt. So, Hallöchen. Und oh, ich würde sagen, die Fackel nehmen wir auch mit, die Bombe nehmen wir auch mit, Holzweile brauche ich nicht. Dementsprechend verreckt dran hab hier. So. Macht das eigentlich immun gegen Fallschaden? Eigentlich logisch, ja. Aber reichte das vielleicht noch nicht?
Ja, macht immun gegen Fallschaden. So. Einmal hier weiter. Einmal da weiter und wir sehen, dass wir nichts sehen. Was irgendwie interessant ist. Und wir gleiten einfach mal dahin. Die Zwillinge einfacher sind? Ich weiß es gar nicht. Wer der einfachste mechanische ist. So. Einmal da runter. Gut. Und hoch hier. Ah! Hier ist ein Meteor gelandet. Hui, Meteorit. Total sinnvoll und alles. Hui, toll. Ja, ist okay. Hopp, hopp. Und... Oh! Seltsame Pflanze. Achso, stimmt, der schwimmt permanent. Der Schleim. Also man kann damit nicht unter Wasser. Ja, ja, hau mal ab. So. Ja, gut. Wir haben jetzt eigentlich nur die Möglichkeit. Ja, ich muss die Bosse machen. Ich muss die Bosse machen und irgendwie hoffen, dass ich die hinkriege. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich hätte auch nicht erwartet, dass der Weltenfresser mich da so oft snackt. Ich habe eine Idee, was ich noch machen kann. Ich muss zwar jetzt neue Dings machen. Neue, wie heißen sie? Neue Beschwör-Items. Aber ich habe eine Idee. Denn ich würde gerne, wenn es möglich ist, eine komplette Arena basteln für den guten Weltenfresser und später auch für die die Zwillinge, die werden dann genauso. Und zwar mit der Lampe, einem Lagerfeuerchen und so, dass ich halt die ganze Zeit gebufft bin, dass ich eine Lebensregeneration von, ich glaube, 10 Leben pro Sekunde habe. Das könnte schon mal nicht schlecht sein. Hi. So. Okay. Das heißt, ja, wir fangen an zu basteln. Wir fangen an zu basteln. Achso, seltsame Pflanze.
Seltsame Pflanze, seltsame Pflanze, seltsame Pflanze. Muss an den guten Kollegen hier. Nein. Schattenfarbe. Was ist denn Schattenfarbe? Inwieweit unterscheidet die sich von Schwarz? So. Schattenfarbe ist einfach nur schwärzeres Schwarz. So. Sehr schick. Aber nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte. Das Obsidian-Schild kann man ruhig in Obsidian. Oh, Moment, ich könnte die Flügel in schwarz machen. Die mache ich jetzt mal schwarz, glaube ich. Aha! So, Ausrüstung. Was ist denn, wenn ich den jetzt mal schwarz mache? Hui, ein schwarzer Schleim. Wer kennt ihn nicht? Der Schwarzschleim. Blups. Und ich glaube auch das. Das sieht auch cool aus. Als normaler schwarzer Scheiß. So. Und der hier kriegt dann das Obsidian. So, Obsidian. Ich habe doch hier irgendwo und jetzt schnell stapeln. Hebt Sturzschaden auf. Du bist auch später für irgendwas noch wichtig. Also ich weiß, dass man den mit einem Ballon kombinieren kann, das weiß ich. Aber ich glaube, da kann man sogar noch mehr mitmachen. Da kann man, glaube ich, sogar noch mehr mitmachen. Egal. Wumms. Man fällt auch schneller. Möchte ich aber anmerken. Ja. Man fällt sehr viel schneller. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Worauf bin ich jetzt gelandet? Okay, Moment. Haust du mal ab. Also ich wollte ja die Arena basteln. So, aus was bastel ich die denn? Ich würde sagen, einfach der Optikheit halber würde ich Obsidian bevorzugen. So. Das heißt. Oh, Moment, 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 Moment. Du bist eine gequälte Seele. Wieso dachte ich gerade, du wärst der Zombie-Händler? Ich wollte gerade sagen, du bist doch ein Mimik. Oh, cool. Doppelgreifhaken. Jetzt ist die Frage. Wie weit kommst du? Okay, so weit kommt der nicht. Der schon. Aber der ist sehr viel kürzer.
hat den irren Nachteil, nicht kürzer zu sein, sondern dass er sich nirgendwo hinhängen könnte, nirgendwo dazwischen hängen könnte. Aber ich glaube trotzdem, inzwischen wird es mal Zeit für einen neuen. Dementsprechend nehmen wir den mal. So. Okay, Seele des Lichts. Cool. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Okay. Also ich werde einfach aus dem Grunde, dass ich den da durchschießen kann, werde ich hier diese nehmen. Also die Klappen. Damit ich da dann den Zerstörer immer treffen kann. Und wir werden das auch in der Höhe machen, wo ich meine Wohnung habe. Nämlich genau rechts davon. Werde ich ein bisschen abseits. Dann. Mit Boden klappen. Eine Arena basteln. Und dann so darüber halt. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, ich kann da nicht drauf bauen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Obsidian-Ziegel. Und, achso, klar, ich habe durch das Feuer ja die Möglichkeit, Licht zu machen. So. Obsidian-Klappen weiter. Und halt. Stimmt, ich müsste die Wall of Flesh noch machen. Ich muss die Wall of Flesh noch farmen. Jetzt weiß ich auch, warum ich so schwach bin. Mit allem, was ich habe. Es fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe das Emblem noch nicht. Warum habe ich das Emblem denn noch nicht gemacht? So. Ja, gequälte Seele. Oh. So. Das ist ein guter Punkt. Das heißt. Ach nee. Hab ich echt gerade Bock drauf. Naja, egal. Genau auf die warten und dann einen, die Tourguide-Puppen farmen. Aber okay, machen wir. So, und dann werde ich nächstes Mal die Wall of Flesh farmen. Ich werde gucken, dass ich die Offscreen-Farm-Sessions jetzt relativ kurz halte. Weil inzwischen werden die Kämpfe wieder interessanter, die ich machen muss. Und dementsprechend denke ich, ist das auch in eurem Interesse. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Terraria. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.